So, jetzt müssten wir mal eben gucken. Ich gucke. Und zwar, was wollte ich denn jetzt? Genau. Und dann haben die... Ah, das war echt abgefahren. Dann haben die Folgendes gemacht, und zwar diesen Multiplayer, also diese Echse, mit einer Singleplayer-Map gekreuzt sozusagen. Und dann konnte man auf diesen Server, da war aber nicht dieser normale Server, sondern da war eben so eine Singleplayer-Welt, wo man dann mit mehreren drauf konnte. So, das Problem war nur, diese... da waren, konnten dann auch wieder alle drauf, alle Leute, ja, und kaputt griefen und bla bla bla. Und dann ging das irgendwie weiter, dann wurden die ersten Plugins sozusagen, also da wurden irgendwelche Mods, Erweiterungen geschrieben von den Leuten, sodass praktisch die Hälfte der Welt nicht für normale Menschen zugänglich war. Also, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin echt so ein Programmierer-Noob, von daher, ich weiß nicht, wie das gemacht wurde. Auf jeden Fall konnten die Leute auf den Server, ja, aber die konnten in der einen Hälfte, konnten die nicht rein, so wie eine Border oder so, ja. Und da konnten nur Teammitglieder sozusagen rein, also die Leute, die Team Liquid waren, ja, oder so. Und dann ging es immer so weiter, da wurden die ersten Plugins praktisch, also... habe ich gerade schon gesagt, aber die ersten wirklichen Plugins dann geschrieben, also wo dann bestimmte Funktionen, so wie Warps, ja, also bei uns auf dem Server, soweit ich das mitgekriegt habe, es gab, glaube ich, auf der Welt vielleicht 10, 15 Server insgesamt überhaupt, die so gearbeitet haben, ein französischer unter anderem, das war dann dieser Ghibli World Krams, dieses Ghibli Team oder wie die hießen, keine Ahnung, und dann gab es, wie gesagt, so alle möglichen Sachen, die dann ausgetauscht wurden, und dann ging es relativ schnell, so ab 2010 Ende, würde ich sagen, ging es dann relativ ab. Ja, dann wurden die Sachen dann halt wirklich größer und dann kam das erste ja, Plugin praktisch für, ja, so wie World Edit, wo man dann bestimmte Regions sperren konnte einfach, ja, Zutritt verweigern und ja, wie gesagt, die ersten Warps waren über Schilder, also wie so ein Sign-Lift, Sign-Warp-Dings da. Solche Sachen gab es dann und so weiter und so weiter. Also das war echt eine geile Zeit damals und ich bin drauf gekommen über Tekkit, wie gesagt. Und da war, wie gesagt, der eine Typ, der dabei war, der war Mitgründer praktisch von diesem allerersten Tekkit-Pack. Die sind dann irgendwie voll drauf abgefahren, da solche Technik-Sachen ne, und bla 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 zu machen. Und dann, ja. Ja, und dann habe ich angefangen zu spielen. Dann bin ich relativ schnell da auch wieder weg. Und zwar bin ich dann gelandet beim Mr. Tropical Dreams auf dem Server. Falls den von YouTube irgendjemand noch kennen sollte, der hat früher mal so Tutorials gemacht und so, war also auch Mitbegründer hier von diesem Server, wo ich gerade von erzählt habe. Und ja, bei dem auf dem Server habe ich dann gespielt und bei Minecraft.de, ja, auch damals ein, ja, toller Server, also ich erinnere mich da an richtig coole Zeiten auf dem Server. Und ja, so hat es damals mal angefangen mit dem Smeagol und Minecraft, ne? Also das ging ab wie solche, ne? Hört man ja jetzt auch gerade, ne? Also ihr sitzt ja jetzt und kaut Fingernägel gerade in dem Moment, wo ich das erzähle, ne? Also euch geht da ja richtig die Feuchtigkeit ins Höschen, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht. Aber ja, so kommt man, wie man bei uns sagt, wo ich herkomme, von Hölzgen auf Stöcksgen. Ich glaube, den Spruch habe ich auch schon mal gebracht. Also für die Leute, die die Paar, die mich regelmäßig gucken, verfolgen, langweilt euch bitte zu Tode, wenn ihr wollt, ne? Also ich komme auch zur Beerdigung. Und vielleicht bedenkt mich mal in eurem Erbe oder so, ne? Also wenn ihr was zu vererben habt, dann haut raus, ne? Also ich nehme alles. Alles, ne? Also... ihr könnt mir eure alten Autos hinterlassen, also ich könnte mal ein neues Auto gebrauchen, sowieso. Ich nehme, keine Ahnung, eure Gemälde, eure... wir haben schon lange keine Bauwerke mehr gehabt, ne? Ich habe das letztes Mal auch schon erwähnt, weil irgendwie so langsam wird es hier... also
das wäre zum Beispiel, ja, also das wäre was, ein Mod, der noch mehr Gebäude hier rein donnert, ne? Also wo ich wirklich, also jetzt nicht alle 100 Blöcke oder so, aber alle 500 Blöcke spätestens irgendwie ein Bauwerk habe, weil so ist es doch, ja, also ich will jetzt nicht das Wort mit in den Mund nehmen, das lassen wir mal, weil das wäre etwas kontraproduktiv. Nee, es ist schon irgendwie schön, super schön. Mit den Grillen hier und dem Gezirpe und hier diese Blümchen und alles sieht total schön aus. Aber, ja, diese Gebäude, die lockern doch die Stimmung dann nochmal kurz ein bisschen auf, ne? Also wenn man dann irgendwo langläuft und es ist halt so, ne? So ein bisschen. Gehen wir mal in die Richtung. Ja, machen wir mal, ne? Es ist halt so ein bisschen, ja, ne, was zur Unterhaltung einfach, ne? Ein bisschen ein paar Sachen finden und so. Und da gibt's auch solche, also ich weiß, ja, scheiße, Mann, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Von daher, es gibt so einen Mod, der solche Dungeons praktisch generiert, die dann nicht nur unterirdisch andere Dungeons sind, als die man jetzt default so kennt, sondern auch über der Erde, also oberirdische Dungeons baut er. Solche, keine Ahnung, Dungeons halt. Irgendwelche Gebäude, die dann irgendwie lustig aussehen oder unlustig, wie auch immer. Und wo man dann Kisten findet und mit vielen Rüstungsteilen und allem möglichen Pipapo drin. Ja, so können wir es zusammenfassen. Ja, jetzt sind wir hier, ne? Bei den Ferns. Hey, Fern. Hier ist der kleine Onkel von Pippi Langstrumpf da, ne? Kennt er ja vielleicht noch. Habe ich als Kind geliebt, ne? Ich fand die so freaky, die Frau. Keine Ahnung, die war einfach so. Die hat sich nichts sagen lassen und war einfach. Ja, freaky. Freaky ist, glaube ich, sehr selbstbestimmt. Ich glaube, das war die erste. Emanze, vielleicht? Die. Nein, Quatsch. Jetzt werden sie sich wieder zerreißen, das Maul zerreißen. Boah, der Smiegel, der labert wieder nur Scheiße. Ja gut, aber dafür wird er bezahlt. Schlecht und deswegen auch schlechter Scheißer. Ja. So, jetzt haben wir hier. Was ist das wieder? Lavendel, auch nicht schlecht. Die Kuh steht hier. Und? Will gerettet werden. Das tun wir. Wir retten die Kuh. Man nicht hier irgendwie, da war Fleisch. Okay, wir gehen jetzt hier weiter über die Lavendelwiese. Und da würde ich sagen, es riecht gut. Ne? Lavendel ist, also ich finde es so, an der Pflanze finde ich es echt total genial, wenn die Pflanze so irgendwo steht und man kann dran riechen oder eben solche Felder, Lavendelfelder, total genial, aber es gibt ja so Duftbäume und Raumspray und solche Sachen. Ja, boah, da könnte ich, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Also, ich könnte dann ausflippen innerlich. Also, ich flippe innerlich aus, sagen wir mal so. Das riecht dann so penetrant, irgendwie so überzogen und so unnatürlich vor allen Dingen. Also, ich finde gerade dieser. Ja, wenn es so natürlich nach Lavendel riecht, also dann hat es irgendwie so eine spezielle Note. Das ist so, ja, ich weiß nicht, kann ich nicht beschreiben. Ist mit vielen anderen Sachen wahrscheinlich auch so, die mir jetzt gerade nicht einfallen, ja. Also, ja. Gut. Lavendelwiese. Jetzt kommt wieder diese Wüstenverschnittkacke hier mit, keine Ahnung, Tropenholz. Was? Mahagoni? Mahagoni? Ist das nicht weiß? Mal eben gucken. Moment, ich muss mal eben was ausprobieren. Ist das dann auch so eklige Farbe? Moment. Wir müssen mal eben hier. Das. Das ist nicht weiß. Gut, Zwiebeln. Das kann weg. Das kann weg. Die können weg. Weg. Zucker. Ach ja, gut, das lassen wir mal. Werkbank können wir auch lassen. Wieso hat er das Steak nicht gekokelt? Na? Warum nicht? Was ist das? Okay. So.
Wir gehen in die Richtung. Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Sehr schön. Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Das ist in Minecraft immer... Das ist so schlimm, ne? Also wenn man anfängt zu sortieren oder irgendwas macht, dann kommen so viele Flashes ins Hirn. Die werden da implantiert und dann vergiss, was du gerade sagen wolltest. Ja, und dann weiß ich es nicht mehr. Aber gut. Dann war es wahrscheinlich auch nicht ganz so wichtig. Hier drunter sind immer noch diese Lichtbugs, ne? Da. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Aufnahme sieht. Habe ich noch nie gecheckt. Aber jetzt werde ich mal versuchen, dran zu denken. Vielleicht, naja, vielleicht denke ich dran. Vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Da kommen auch wieder solche... Was ist das? Dolomiti? Toblerone. Die Toblerone-Hügel hier. Der eine Toblerone-Hügel. Okay, wir lassen den mal eben laden. Und dann machen wir mal ein schönes Bildchen davon. Gucken noch ein bisschen in die Sonne. So, bist du fertig geladen? Ist es das, was du uns sagen willst? Nein, noch immer nicht. Da hinten kommt auch noch ein Stück dazu. Ja, na, komm, du kannst noch. Gib alles. Na? Ich muss mal, die Grafikeinstellungen sind noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal ansatzweise angepasst. Also ich werde die noch hochschrauben. Ich habe den RAM noch nicht angepasst. Also von daher, es gibt da noch einiges zu tun. Aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen was aufnehmen, weil ich die Tage schon, ich glaube, 2 Folgen ausgesetzt habe. Ich hatte euch ja auf Fratzebuch, hatte ich euch ja irgendwie angeschrieben, auch wenn es da keiner liest oder keiner mal ein Like da lässt oder irgendwas. Aber ich pflege meine Community trotzdem, obwohl, ja, ne? Also, ja, ist halt so. Ich finde es auch nicht schlimm, also ich bin da nicht sauer, ich bin manchmal ein bisschen traurig. Manchmal bin ich so traurig. Dann habe ich das Gefühl, ich bin ganz alleine. Weil ich gebe mir so viel Mühe hier. Und keiner antwortet mir. Ich schreibe euch was und ich kriege keine Antwort. Nein, Quatsch. Komm, wir gehen pennen hier. Weinen kann ich später noch alleine, wenn ich ganz alleine. Was ist denn los heute? Ja gut, das ist Kompensation nennt man das. Man muss, glaube ich, die schlechten Erfahrungen und Sachen, die man so durch die Woche und so, die man erlebt und ja, die muss man, glaube ich, irgendwie kompensieren. Und ich würde sagen, Minecraft und ihr müsst gerade dran glauben, das zu kompensieren, was die Woche durch abgegangen ist. Ja. Es kann ja nicht jeder Tag, jeden Tag die Sonne scheinen, sagt man da, ne? Also, ja. Gut, ich will da nicht näher drauf eingehen. Also, ich denke mal, ich werde da bestimmt noch, es wird bestimmt noch der Moment kommen, wo ich euch mein Herz ausschütte. Also, ich vermute es fast. Also, ich beiß mich ja jetzt schon einige Zeit durch diese ganzen Dinge hier, also diese Minecraftlichen, Let's Playerischen Talos Principle Dinge. Ich habe auch schon eine Vorstellung davon, wo die Reise hingehen soll. Na? Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob der Punkt, der Zeitpunkt noch, also ich glaube, der ist noch nicht richtig. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen brauche ich noch. Also nicht ihr, ihr seid top, ihr seid super, ne? Also gibt es gar nichts zu mäkeln. Aber ich muss noch ein bisschen reifen. Also ich brauche noch so ein bisschen Reife, um mich genau darauf einzulassen, worum es hier nämlich eigentlich geht. Weil ich habe, glaube ich, eine Menge Sachen mit euch zu teilen, theoretisch. Ich glaube, ich bin nicht so ein... Ich will jetzt nicht irgendwie mich selber hier lobpudeln. Das wäre irgendwie Quatsch, aber ich bin jetzt nicht wirklich so, ich halte mich nicht, ist ja immer so eine Einschätzung, die man für sich selber formuliert, aber ich bin jetzt nicht so ein dahergelaufener 0815er. Und
Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon so einige Tiefs und einige Sachen durch, die, sagen wir mal, vielleicht wo der eine oder andere sagt, Mensch, hey, das ist mir auch passiert oder... Und ich bin trotzdem nicht im Boden versunken und habe trotzdem nicht aufgegeben und bin trotzdem weitergegangen und wie soll ich das jetzt sagen? Dann höre ich auch wieder auf. Also Schicksalsschläge hört sich immer so dick aufgetragen an, wenn man es sagt. Ja, aber letztendlich, ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut. Also jeder wird zwischendurch mal getroffen von ja, eben gewissen Ereignissen und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann, das Thema hatten wir schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und wenn solche Sachen passieren, dann gibt es Leute, die darauf halt so reagieren, dass sie den Kopf in den Sand stecken und ne, sich verkriechen und nichts und bla. Und ich bin halt, ich versuche immer sehr positiv mit Dingen umzugehen, aber ich möchte es jetzt, wie gesagt, nicht konkretisieren an dieser Stelle, weil ich möchte erstmal die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Nein, die Spannung. Ihr müsst noch ein bisschen euch gedulden, bis ich euch dann irgendeine Scheißgeschichte erzähle. Hey, guter Plan. Das gefällt den Leuten bestimmt. Nein, ich möchte erstmal für mich auch, ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Feedback. Ja, ich habe zwar ein paar Leute, die mir regelmäßig schreiben, aber die meisten sind irgendwelche Idioten, die, hey, ich finde dein Video super. Und das nach 5 Sekunden, wo mein Video gerade veröffentlicht wurde, ne, der hat nicht mal 5 Sekunden geguckt und schreibt mir, hey, dein Video ist super und guck doch mal bei mir oder ich habe eine Aktion, ich mache dich jetzt bekannter und du musst nur abonnieren und dann dies und jenes bla 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 machen. Ich finde so Leute auch okay, ja, die muss es auch geben scheinbar, also die gibt's, also die rechtfertigen sich in sich, ja, so wie andere Sachen, die gibt's und damit basta. Und ich habe natürlich auch so ein paar, ganz wenige, aber ein paar nette Leute, die zwischendurch mal Feedback geben, die auch schon ein bisschen mehr Kommentare manchmal und so und die schon ein bisschen längere Zeit, glaube ich, mich verfolgen. Ne? In meinen Träumen verfolgen sie mich. Aber ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen mehr noch. Community, ein paar Leute, ich brauche Austausch, ja, ich muss mit Leuten, ich kenne mich, ich brauche nicht mit mir auf einer persönlichen Ebene in Kontakt treten oder so, ja, das wäre auch total eklig, glaube ich, also das hört sich jetzt auch total falsch an, aber ich brauche Menschen, mit denen ich in Kontakt treten kann. Also, ja, das ist ja auch das Wort Community. Also, wenn man es füllt mit Inhalt, dann kommt dabei rum eine Gemeinschaft von Menschen, die dann auch sich immer persönlicher miteinander beschäftigen. Also, unsexuell. Also, oder sexuell. Also, siehe Gronkh, ne? Also, hat ja Community. Da haben ja die ersten schon geheiratet und Kinder gekriegt. Also, Community-Kinder. Gronkhs Community-Kinder. Das ist, ja, ich meine, das ist das Höchste, ja, wenn die Leute so viele Jahre miteinander verbringen, dass der eine oder andere da jemanden kennengelernt hat in der Community, den geheiratet hat oder auch nicht geheiratet und dann Kinder der Community. Also das ist schon echt pervers, finde ich. Also das ist schon hochgradig ekelhaft. Also Peace out an den Herrn Gronkh an dieser Stelle nochmal. Ja, finde ich schon mega, ja, und ich sag mal, ich will jetzt nicht direkt hier, dass Leute sich begatten, wie die Karnickel. Aber ich finde, persönlicher Kontakt entsteht über persönlichen Kontakt. Totale Banane-Scheiße, die ich... Nein, ich finde, der Zeitpunkt kommt irgendwann, wenn man sich länger kennt und über dies und das geredet hat oder so. Und sich vielleicht dann persönlich auch mal tatsächlich persönlich kennengelernt hat im... TS, im, ne, also wo auch immer man sich dann trifft oder so und mal quatscht miteinander, ja, und dann entstehen ja tatsächlich, oder es können Freundschaften entstehen, es können Beziehungen auf jeden Fall entstehen und Menschen können, ja, sich im Real Life dann auch zu irgendwelchen Anlässen, jetzt kommt zum Beispiel in Leipzig jetzt gerade wieder hier, ne, also ich wohne ja leider in der DDR, bin ich ja leider gelandet, also ich bin, ne, also
hier gelandet, nachträglich. Ja, in Leipzig ist ja jetzt wieder so eine Games-Veranstaltung hier. Und wenn man sich auf solche, oder Gamescon, wenn man sich da trifft, dann trifft man sich halt mal, ja, im Real Life. Oder man besucht sich so und macht mal eine LAN zusammen oder man geht mal saufen zusammen oder wie auch immer. Das finde ich schon, und dann kann man diesen Austausch irgendwann auch mal angehen. Also dann kann man auch sagen, okay, Leute, also, ne? Weil da wird es dann doch auch unter Umständen sehr persönlich, ja, und na gut, das geht ja dann auch nicht jeden was an, das ist erstmal, denke ich, das Fundament, also es geht nicht jeden was an, ne, und das sollte man dann, so, egal, genug gelabert, ich habe jetzt, glaube ich, seit fast einer Stunde labere ich in einem durch wie so ein Wasserfall, was prinzipiell gar nicht so schlimm ist, aber ja, ich weiß dann nur noch, am Anfang habe ich irgendwas von Computerkrams erzählt und dass ich zusammengebastelt habe und bla. Ich guck nicht mal, was du mitgebracht hast, Junge. Du kannst ruhig von mir wegflitzen. Ihr tauscht sowieso wieder nur irgendeinen Scheiß Smaragde gegen irgendwas oder Chili Peppers gegen Smaragde, die es hier natürlich nicht gibt, die blöden Chili Peppers. Also, ne? Das ist ja so klar wie das Amen in der Kirche, dass hier keine verdammten Chili Peppers wachsen, weil dann wäre es ja zu einfach. Und hier waren wir übrigens schon. Wieso waren wir hier schon? Ach so, wir sind schon auf dem... Ah, wir sind schon auf dem direkten Nachhauseweg. Ah, okay. Dann sollten wir mal gucken. Wir müssen in die Richtung, glaube ich, ne? Dann ab durch die Mitte. Ab durch die Wüste, würde ich mal sagen. So, und ich hoffe jetzt, ich habe nicht irgendwie irgendwas, irgendein Teil oder so verloren, vergessen, wie auch immer. Also, das ist ja... Also, ich habe vorher mit Fraps aufgenommen immer. Ja, der eine oder andere wird sagen, Fraps, bla bla bla. Ich finde es klar, es ist ein bisschen oldschool und die Dateien sind auch relativ groß und Java-mäßig und bla und dies und jenes, aber ich bin jetzt auf OBC umgestiegen, also was heißt umgestiegen, aber umgestiegen und das ist immer, jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, ich habe gar keine Ahnung, du blöder Noob. Ja, dann lasst einen Kommentar da, also ich glaube, es gibt nicht so eine Einstellung, also für den Stream gibt es, glaube ich, eine Einstellung, dass man sich das anzeigen lassen kann, wenn die Aufnahme startet, aber ich habe die, also ich habe noch keinen Button gefunden, wo man es sich anzeigen lassen kann während einer Spielaufnahme, also während einer normalen Aufnahme. Habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Wenn einer weiß, wo es sitzt, wie es sitzt, dann bitte, ne, der Schmeggel, der sagt bitte, gib mir mal eine Info dazu. Na, mach mal Info klar, wo muss ich das einstellen, was muss ich tun. Ansonsten google ich das sowieso nächste Tage mal und ja, bin dann schlauer als ihr. Ne? Nein, natürlich nicht. Haben wir noch eigentlich irgendwas zu essen hier drin? Wir haben Brote. Brote waren das kann. Ja komm, hauen wir uns Brote rein. Brote sind auch gut. Ja, ne? Also wenn jemand weiß, wie es geht, weil es ist immer so ein Lotteria und wenn man den Button vergessen hat zu drücken, erinnert einen auch nichts daran, ob man erfolgreicher war, ne? Also, ob du richtig stehst oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Klingelingeling, plop. Ja, ist halt so eine Sache, ne? Also... Ja, gut. Wir haben jetzt die Wüste hinter uns. Wir kommen hier in dieses komische Wiesen- und sonstiges Land. Und da würde ich sagen, an der Stelle können wir nochmal ein paar Meter hier... Na komm, ein paar Meterchen laufen wir nochmal. Und dann würde ich auch sagen, hier machen wir mal Päuschen.